Ey, das war ja gestern ein langer Tag. Mit dem Herrn Ramon die ganze Zeit auf Blumensuche, aber für Seth endlich alles abgegeben und ein schönes Geschenk bekommen. Und da passt auch ganz schön was rein. Das gefällt mir. Oh, was ist das denn? Oh, lecker. Ja, habe ich erstmal wieder was zu essen. Das kann ich doch jetzt hier reinpacken. Cool. Ich muss auf jeden Fall noch mal zu dem großen Baum. Ja. Ich brauche Materialien, damit ich mir endlich ein Haus bauen kann. Komm runter, Dude. Hehehe. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Hm, scheint keiner da zu sein. Oh, Monster! Hör du an! Hehe. Ja, ich müsste eigentlich zum Baum gehen, genau. Der Melvin, der sieht mich ja jetzt nicht. Mal gucken, das war doch irgendwo in Richtung der Stadt. Diese fliegenden Inseln, die sind mir immer noch ein Dorn im Auge. Irgendwann werde ich da mal hochgehen. So, da ist das Dorf, was wir gestern entdeckt haben. Das heißt, dass dahinter diesem Berg eigentlich der Baum sein müsste. Hallo? Egal. Und die müssen ja nicht Hallo sagen, wenn sie nicht wollen. Ganz schnell. Wo war der große Baum? War das der da? Nee. Oh, Pfeile für meinen Bogen. Wo war jetzt der große Baum? Es war doch irgendwo hier hinten in der Ecke. Ja, Entschuldigung, falls es deine war. Ich hätte mir das echt mal merken sollen. Irgendwo muss der doch sein. Da hinten ist so ein weißes Ding. Ey, lass mich hoch. Ich laufe mal weiter in die Richtung. Ich will unbedingt die Kiste leer machen.
Oh Gott, ich habe schon wieder einen Hunger. So. Da, das ist er doch, glaube. Ja. Das müsste er sein. An den blauen Baum kann ich mich zwar nicht dran erinnern, aber okay. Ja, das ist unser Versteck. Oh Mist. Hehehe. Einfach alles mitnehmen. Ganz schön viel Essen hier drinne. Bisschen zu viel Essen für mich. Oh Gott. Das. Oh, ich krieg gar nicht alles rein. Oh mein Gott. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Die Blume brauche ich auch nicht. Das ist alles Essen, was ich so essen kann. Und das hier ist von Monstern. So. Haha. Ich bin glücklich. Jetzt kann ich ja mal gucken. Oh ja. Ja, das ist lecker. Das sättigt auch ganz schön. So, und jetzt ganz schnell zurück, bevor die mir noch auf die Schliche kommen. Aber dieses merkwürdige Buch. Was kann man damit machen? Ich werde es mir die Tage mal angucken. Jetzt muss ich erst einmal zurückgucken, was die zwei dort in der Stadt gemacht haben. Vielleicht sind die zwei ja ein Paar. Wer weiß. Ja, an die Kuh kann ich mich noch erinnern. Wir sind richtig. Au. Ja, ich. Nimm das hier schon nicht mehr weg, das Essen. Tut mir leid. Da ist das Dorf. Mal gucken, ob noch jemand da ist. Scheint keiner mehr von den beiden da zu sein. Aber hier steht jemand drinne. Hallo? Hallo? Was? Okay. Ich darf mir doch bestimmt mal was nehmen hiervon. Das sieht so lecker aus. Hehehe, danke. Oh. Oh. Okay, das Essen kennen wir ja noch. Was habe ich jetzt eingesammelt? Das will ich nicht haben. Hallo? Hallo? Was? Okay. Hallo? Die verstehen mich einfach nicht. Ihr seid doof. Zu euch komme ich nicht mehr, außer um mir sowas zu kaufen. Die haben doch hier hinten irgendwas gemacht. Hier ist doch. Was haben die denn hier gemacht, die zwei? Hier ist doch. Hier ist doch zugebaut. Was ist?
Okay. Was haben die hier gemacht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Da muss ich die doch mal fragen nachher. Wir lassen das mal offen. Das wollen wir nicht haben. Ganz schnell zurück zur Stadt, bevor die mir wirklich noch auf die Schliche kommen. Und irgendwas hat dort unten die ganze Zeit immer Hallo gesagt. Wer weiß, vielleicht waren das irgendwelche Monster. Okay, da sind Schweine in einem Loch. Wer rennt denn dort rum? Ach, das ist der Herr Melvin. So. Ist keiner da. Dann gehen wir mal zu dem Herrn Melvin und gucken, ob der die gesehen hat. Gott, warum ist der so schnell? Was hat der denn vor? Da ist er. Hallo, Herr Melvin. Es tut mir leid. Was machen Sie denn da? Ich habe sowas schon mal gesehen, aber das ist irgendwie anders. Okay. Als ich nach den Blumen für den alten Mann gesucht habe, hab ich auch sowas gesehen und ich habe es aus Versehen kaputt gemacht. Wie aus Versehen. So. Ungefähr so. Ich glaube nicht, dass es arg schlimm ist. Hoffentlich. Lassen Aber wir das so stehen. jetzt sieht's besser aus. Das wird ausreichen fürs Erste. Ich wollte eigentlich zum Minenarbeiter, aber irgendwie, ich habe den vorhin mit der Frau Sissy gesehen, in dem Dorf da hinten, aber jetzt sind sie spurlos verschwunden. Ich wollte den Minenarbeiter auch aufsuchen. Ich brauche nämlich so ein paar Sachen von ihm. Ich auch, ich möchte. Hinter ihm. Oh. Ja, ich brauche halt auch ein bisschen was, damit ich mein Haus bauen kann. Aber irgendwie ist er mit der Fräulein Sissy weg. Also, Ich glaube, die zwei sind ein Paar. denkst du, nach so einer kurzen Zeit? Vielleicht kennen die sich ja schon länger. Stimmt auch irgendwie. Also hier da drüben, wo wir uns aufgebaut haben, man kann Dorf sagen, habe ich hier sie auch nicht gesehen. Die beiden. Also auf jeden Fall in dem Dorf müssen die auch irgendwas entdeckt haben, denn die sind dort aus dem Loch gekommen. Und ich Aus höre, dem Loch. ja, und ich höre dort auch merkwürdige Geräusche, aber da ist alles zu mit so einem komischen kaputten Stein. Ungefähr so ein Stein, wenn man den halt kaputt macht. Naja, ein Geister glaube ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Aber hier ist ja alles möglich. Ja, das stimmt. Ich war noch nicht in diesem Dorf. Also, wir können gerne mal hingehen. Okay. Merkwürdigerweise, seit heute stehen dort ein paar Menschen rum, die ich allerdings nicht verstehen kann. Wo ich mit dem Herrn Tyrox gestern da, Herrn Ramon gestern da war,
war niemand da. Da war es wie ausgestorben. Und das? Dieses Gerät stand gestern auch noch nicht da. Vielleicht waren die für eine kurze Zeit verreist oder so, wer weiß, auf Ausreise. Kann sein, also hier ist ein Mann und eine Frau drinne. Ich verstehe die einfach überhaupt nicht. Hallo? Und man hört wieder die Geräusche. Tatsache. Hallo? Wie bitte? Okay, die sprechen unsere Sprache aber anscheinend wirklich nicht. Ja, ich verstehe die auch nicht. Ah, ich höre diese Geräusche auch. Ja, und das Merkwürdige ist, genau hier hinterm Haus hatten sich der Minenarbeiter und die Frau Sissi aus einem Loch rausbegeben. Und genau dieser Stein ist das, der dort unten ist. Warte mal. Tatsache, hier wurde... Ja, das war ich. Ich habe da ein bisschen was frei gemacht, weil mir das doch ein bisschen merkwürdig vorkam. Naja, kann ich verstehen. Aber ich komme hier halt nicht rein. Ich kann nur hier unten die Erde wegmachen. Als ob die zwei da unten was verstecken. Ja, diese Geräusche kommen mir auch irgendwie seltsam vor. Guck mal, hier ist so wie eine Stufe. Ja. Hier geht's weiter. Okay. Hallo? Ach du meine Güte. Passen Sie auf. So ein Monstervieh. Was haben die zwei hier unten gemacht? Keine Ahnung. Oh, Vorsicht! Oh. Da ist noch einer. Ah, da ist sowas, da. Da hinten ist in der Ecke, ist sowas, da kommen die raus. Oh. Hier unten ist eine Kiste. Ja, ja. Geht's Ihnen da unten gut? Ja, ich stehe hier gerade sicher. Ich geh schlecht. Hier ist aber nichts drinne. Wie, nichts drinne? Nein, die ist komplett leer. Tatsache. Nicht, dass die beiden vielleicht irgendwas mit den Monstern zu tun haben. Ich glaube, der ist kaputt. Ja. Aber wir sollten hier vielleicht auch wieder rausgehen. Ganz da unten ganz schön gefährlich. Ja, aber was haben die da unten gesucht? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass sie wirklich da irgendwie mit den Monstern zusammenhängen oder so.
Ja, ich würde es mal nicht hoffen. Also, so welche möchte ich doch nicht in dem in unserem Dorf haben. Ja, ich auch nicht. Also, aber ich habe hier sowas bekommen. Eine Schaufel? Ja, die hat das Monster in der Hand gehabt. Ach so. Na, da hinten kommt wieder so eins. Also da eigentlich so für ein Schwert? Das hat mir der Herr Ramon gemacht. Das ist ein Steinlangschwert. Aber ich finde das nicht so gut. Ich kämpfe lieber mit denen hier. Weil das Langschwert, das schubst die Monster nicht so doll zurück. Ah. Ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal wieder zurück in die Stadt gehen. Ja, das wäre gut. Das ist nämlich Und wenn noch. wir die zwei, den Herrn Tobias und die Frau Sissy antreffen, vielleicht mal aushorchen. Ja, das auf jeden Fall, weil das ist schon komisch. Wir Ja. sind direkt hier und dann graben die unter deren Haus. Haben Sie eigentlich gerade Hunger? Ein bisschen. Hm? Woher haben Sie die denn? Aus einem großen Baum. Sie wissen doch den Baum, wo der Herr Seth drunter steht. Ja. So einen Baum habe ich auch gefunden mit sowas hier dran. Ah. Und als ich halt nach den Blumen für den Herrn Seth gesucht habe, habe ich mich unter dem Baum versteckt und da war eine Kiste drunter. Da war Essen drin und ein Pflanzenbuch. Ein Pflanzenbuch. Ja, sowas. Aha. Okay. Das sieht interessant aus. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe nur draußen gelesen, dass das für Pflanzen ist und ja. Brauchen Sie das dann? Nicht unbedingt. Denn wenn man, ich denke mal, wenn man eins unter einem Baum findet, da wird man bestimmt noch mehr finden. Bestimmt. Wollen wir erstmal zurückgehen? Ja, bitte, bevor es noch Nacht wird.